Heute mal wieder im Retro-Club Handless Trash! Ach, das macht immer wieder Spaß, diese beiden Worte auszusprechen. Endless Trash. Herzlich willkommen beim Retro Club auf Rocket Beans TV, werte Zuschauer. Dem Format, wo ihr gerne abonnieren, Glocke läuten, liken und grammen auf Insta machen könnt, um eurer Zuneigung dem Format Ausdruck zu verleihen. Ansonsten darf aber auch über Videospiele nachgedacht und auch diskutiert werden, wenn die für euch hier gespielt und präsentiert werden. Insbesondere, wenn es um die Fortführung eines Themas geht, was in den letzten Monaten schon mal vorgekommen ist, nämlich Endless Trash. Großen Dank an die Kollegen von Red Letter Media dafür. Ich hatte vor einiger Zeit ein paar Sonderfolgen gemacht, bei denen es um die Niederung meiner PS3 und Xbox 360 Spielesammlung ging. Und ich bin da durch die Metacritic-Listen gegangen und habe geschaut, ey, was von meinen Spielen ist eigentlich am niedrigsten bewertet? Was ist der Trash, der vielleicht so trashig ist, dass der wieder gut ist, oder so trashig ist, dass er schlecht ist? Und wir haben ein bisschen dann uns in den niederen Gefilden dort bewegt und mal geschaut, was für Games da vorhanden sind. Und ihr wolltet gerne mehr davon haben, ihr wolltet gerne mehr davon sehen. Und ich habe die Büchse der Pandora, die Büchse von Nintendo, quasi aufgemacht und bin in die Niederungen meiner Wii-Sammlung gegangen. Und da ist tatsächlich auch einiges, was recht niedrig in den Metacritic-Regionen sich befunden hat. Und ich habe heute 6 Spiele für euch rausgesucht, die zu den niedrigst bewertesten zählen. Bevor wir aber zu den einzelnen Beispielen gehen, ihr dürft nicht vergessen, der Retro-Club hat Merchandise mittlerweile seit einiger Zeit am Start. Wenn ihr schöne T-Shirts und Hoodies haben wollt, es ist entsprechend alles verlinkt unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr gerne darauf hin. Und ihr solltet nicht vergessen, auch das Retro-Club-Buch, das ABC der Videospiele, danke, 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 ist mittlerweile auch erhältlich im Shop, ansonsten überall, wo es Bücher gibt. Und momentan ist auch bereits der 2. Band, das ABC der Videospiele Level 2 in Arbeit, kommt dann gegen Ende August zum Gamescom-Zeitraum. Auf der Gamescom durfte ich mir auch viele Wii-Spiele angucken. Unter anderem auch das erste Spiel tatsächlich. Da habe ich sogar ein Interview mit den Entwicklern damals geführt. Auf der Games Convention noch wurde es vorgestellt, bevor die Gamescom angefangen hat. Und wir schauen aufs erste Bild drauf. Das erste Game, über das ich sprechen möchte, ist Castlevania Judgment. Natürlich, man denkt jetzt, ey, Castlevania, große Serie, fantastische Games, die dafür rausgekommen sind. Aber was war noch mal Castlevania Judgment für die Nintendo Wii? Der Metacritic-Score dafür lag bei 49. Also das heißt, knapp unter der Mittelmaßgrenze, wobei bei Videospielratings muss man sagen, die fängt eigentlich schon bei unter 70 an und alles, was unter 50 ist, ist schon in Richtung Endless Trash. Da muss was nicht ganz einhergegangen sein. Und lass uns mal aufs Ingame draufgehen. Da sehen wir nämlich gerade, oder da lief gerade das Intro ab, wir gehen gerade zum Titelmenü hin. Castlevania Judgment ist ein Nintendo Wii-basiertes Spin-off der Castlevania-Serie mit neuem Charakterdesign. Judgment. Danke fürs Vorsagen hier nochmal. 2008 rausgekommen. 2008 war auch mein Gamescom-Termin damals mit Koji Igarashi, dem Chefentwickler der Castlevania-Serie, der auch solche Sachen wie Symphony of the Night verantwortet hat, aber leider auch Castlevania Judgment. Das ist kein Jump'n'Run, kein Action-Adventure, sondern es ist ein Fighting-Game, muss man sagen. Ein Arena-Fighting-Game, nicht unähnlich zu solchen Spielen wie Power Stone ein bisschen. Aber man versucht natürlich auch so Tekken und Soul Calibur zu nehmen. Leider meine alten Saves nicht mehr vorhanden. Ich musste hier wieder von vorne anfangen. Also ihr werdet, oder warte mal, ich gehe mal kurz einmal hier rein, damit ihr sehen könnt, wie die verschiedene Riege hier ausschaut. Etliche Charaktere aus dem Castlevania-Universum wurden hier zusammengeholt. Oh, vielleicht wäre auch sowas wie Dissidia ein gutes Beispiel, wo verschiedene Final Fantasy-Charaktere zu einem Kampfspiel zusammengeholt wurden. Es hat auch tatsächlich so ein bisschen Dissidia-Anleihen. Wir sehen solche Leute wie Simon Belmont hier in komplett neuem Design gemacht. Alucard aus Symphony of the Night ist hier mit dabei. Maria Renard aus Rondo of Blood und später ja auch Symphony of the Night, das ist ja die, ne? Hier mit ihrer großen Eule hier mit dabei, wobei das Design ist schon sehr komisch. Trevor Belmont, Castlevania 3. Also viele Leute wurden hier aus den verschiedenen Spielen geholt und werden hier storymäßig hier einmal hier kurz raus, weil wir wollen einmal den Story-Modus hier machen und dann können wir uns auch ein bisschen angucken, worum es geht. Die wurden zusammengeholt durch einen neuen Charakter, eine neue Entität, die sie in den Kampf schicksalsmäßig zusammenzwingt.
Und in Richtung Story Mode muss man erstmal alle Stories durchspielen, damit man die Charaktere nach und nach freischaltet. Man wird dann in verschiedene Arenen reingeworfen, um mit den Charakteren dann nach und nach Gegner zu besiegen und zu dem nächsten dahin zu kommen. Wir nehmen mal Alucard und schauen uns gleich mal das Intro hier an, weil wir wollen auch vernünftig eingeführt werden in die enorm wichtige Story. Was man dem Spiel zugutehalten kann, präsentationstechnisch für ein 2008er Spiel auf der Nintendo Wii, das ist schon okay. Trotz seiner Abstammung hat Draculas Sohn lange an der Seite der Menschen gekämpft, um seinen Vater in die Schranken zu weisen. Aber Dracula kommt immer wieder zurück und will bekämpft werden. Also wandert Alucard durch die Jahrhunderte und versucht weiter seinem Vater einzuhalten. Wie auch immer, ne? Ihr wisst, was gemeint ist. Eines Nachts während seiner Reisen fühlt Alucard eine merkwürdige Präsenz. Und er dreht sich um und findet einen Mann, der eigentlich gar nicht zu existieren scheint. Grauenhaft, dass sowas passiert mitten in der Nacht. Welcome to the Time Rift. You wander through time. To what end? This is another world where the impossible is possible. But there are trials to endure. I see. So that is the key to ending this farce. Trials bedeutet... My name is Aeon. Shall we begin the first trial? Hallo Aeon? Immer bedeutungsschwangere Pausen. Ready. Fight. Trial bedeutet kämpfen, ja. Das Geile oder respektive Ungeile, muss man vielleicht sagen, ist hier bei dem Spiel, ich spiele es gerade mit der Wiimote und dem Nunchuck. Man benutzt die Wiimote, indem man sie schwingt, um anzugreifen, ne? Weil man möchte ja Bewegungssteuerung haben. Das heißt also, ich kann frei mit dem Nunchuck hier herumlaufen, je nachdem, welche Taste ich gedrückt halte und dann schüttel, kann ich verschiedene Kombos ablaufen lassen. Ich habe eine Block-Taste, die ich hier noch nicht so clever einsetze, gerade im Moment. Aber ich komme auch wirklich durcheinander hier mit der Steuerung, muss ich sagen. Ich habe mich versucht, da wieder ein bisschen reinzuarbeiten. Es hat wirklich so ein bisschen was vom Power Stone, echt. Und auch Dissidia tatsächlich, wo ich es jetzt vorhin noch mal erwähnt habe, auch mit dem Hintergrund der Story. So, wie war... Oh nein, nicht das. Ich wollte eigentlich mein Super Special aktivieren, aber ich habe, glaube ich, noch nicht... Habe ich genug? Ich konnte auf jeden Fall... Nee, das ist die falsche Taste. Ich habe auf jeden Fall auch die Möglichkeit, mit den 1 und 2 Tasten hier Super Specials zu aktivieren und die Gegner wegzuhauen. Für den hat es aber auch so gereicht. Es gibt Items, die ich aufsammeln kann und muss dann durch die verschiedenen Locations wandern und nicht durch hier unseren Kollegen Aeon besiegen, sondern jetzt auch andere Charaktere, die sich mir in den Weg stellen, um meinen Quest Dracula wieder in seine Schranken zu weisen, ja, die mich einfach dabei aufhalten wollen, wo ich sage, warum macht ihr das eigentlich? Na, also ein großer Teil, den ich bekämpfe, gehört auch zu den Guten. Jetzt sind wir hier angekommen. Wen bekämpfen wir? I will do what I must to those who stand in my way. One of the legendary three warriors. A worthy adversary indeed. Gegen Simon Belmont? Gleich. Okay, als zweiter Kampf. Why not? Man muss, wie gesagt, dem Spiel zugutehalten. Ich finde, präsentationstechnisch, das sieht schon cool aus. Ne? Also, die haben sich schon Gedanken gemacht und auch was so die Sprachausgabe angeht und auch die verschiedenen Moves, wie sie hier gelegt sind. So. Haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie sie das aktivieren und vernünftig machen können. Aber das grundsätzliche Gameplay, gerade mit diesem Geschüttel mit der Wiimote, ist nicht besonders geil. Ich habe auch die Alternative, einen traditionellen Controller zu benutzen. Ne? Dann wird das natürlich alles ein bisschen einfacher zu bewerkstelligen. Und ich kann besser damit umgehen. Allerdings, ich wollte natürlich das authentische Erlebnis dieses Spiels haben, weil wozu auf der Nintendo Wii das rausbringen, wenn man nicht schon Bewegungssteuerung mit reintut? Immerhin, sie hatten die Muße, noch eine, in Anführungsstrichen, richtige Steuerung mit reinzutun auf einem Controller. Weil ich finde das auch so semi. Okay, Knöpfe gedrückt halten und dann schütteln und wackeln, bis es richtig abgeht. Oh, dann machen wir noch einmal Trevor Belmont jetzt hier. Ist nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Ja, ey, ich hätte vielleicht auch weniger gegen das Spiel gehabt und diese 49 sind wahrscheinlich auch schon gerechtfertigt, weil eben du erwartest jetzt nicht unbedingt so ein Fighting-Game in Richtung Castlevania, auch wenn du einiges damit anstellen kannst. Es spielt sich aber auch selbst mit dem Controller nicht so gut wie so ein Soul Calibur oder ein Tekken oder was du auch immer da als Vergleiche haben möchtest. Und ich glaube, das reicht jetzt erstmal auch, weil man könnte sonst sich sehr lange austoben. Es dauert auch einige Zeit, bis wir bis zum Ende hier angekommen sind.
Ich hätte persönlich weniger dagegen gehabt, wenn es tatsächlich ein ausgewachsenes Castlevania auf der Wii gegeben hätte. Das ist die gleiche Krux, wie man sie bei solchen Spielen wie Metroid Prime Federation Force beispielsweise hatte. Na, grundsätzlich, das war ja das 3DS-Metroid-Game, für sich genommen eigentlich nicht so schlecht, aber dadurch, dass wir jahrelang kein richtiges Metroid gesehen haben, fühlte sich ein bisschen komisch an, sowas hier zu bekommen. Und es hat ja auch ein paar Jahre dann gedauert. Igarashi war ja einige Jahre später weg von Konami. Ich glaube, ist das fast schon das letzte große Castlevania-Spiel, was er verantwortet hat. Es gab noch Harmony of Despair, diesen Download-Titel für PS3 und Xbox 360. Aber den kann man meines Erachtens nicht so ganz damit dazu zählen. Es gab viele gescheiterte Projekte. Das ging ja nachher nach zu Mercury's Team, tatsächlich, die dann später die Metroid-Spiele dann gemacht haben mit Castlevania Lords of Shadow, sie da versucht haben. Ich hätte gerne ein richtiges peitschenbasiertes Spiel auf der Nintendo Wii gesehen. Also die 49 kann man machen, viel mehr hätte ich dem Game auch nicht gegeben. Ja, wir gucken uns das nächste Bild an und sind bei Wing Island angekommen. Hudson Soft produziert und gepublished und hat einen Metacritic-Score von 47. Also ein bisschen runter noch verglichen mit dem, was wir zu Castlevania Judgment hatten. Und das kann ich euch jetzt schon mal sagen, das tut mir so ein kleines bisschen weh. Ich kann es auch verstehen, zu einem gewissen Maße, weil einfach der Umfang des Spieles und die Art, wie die Präsentation ist, ist jetzt nicht unbedingt das Allergeilste. Allerdings, ich speziell war an Wing Island interessiert, weil es eine Fortführung, gefühlt eine Fortführung einer Serie war, die mir sehr nah am Herzen liegt, nämlich die Pilotwings-Spiele von Nintendo, also Kunstflugspiele, wo man ein bisschen entschleunigter Flug-Action, Action in Anführungsstrichen, über sich ergehen lassen kann und einfach mal so ein bisschen die Stimmung genießen und präzisen Kunstflug und so weiter machen. Ist eine Serie, die von Nintendo nicht so häufig weitergeführt wurde. Und da musste eben Konami, respektive Hudson Soft, wobei Konami zu denen gehörten, die ja kurze Zeit dann auch später darauf so ein bisschen in die Bresche springen. Und ich fand es zumindest nicht so schlecht, konnte ich mich erinnern. Hat es aber auch lange Jahre nicht mehr rausgeholt. Ich habe es jetzt wieder für das Video hier oder für die Folge hier, nachdem ich dann den niedrigen Metacritic-Score entdeckt habe, noch mal rausgeholt. Und ihr werdet gleich sehen. Also ich überlasse euch die Entscheidung, ob ihr dann eine 47 gerechtfertigt haltet oder nicht. Ich finde zumindest meinen Spaß bei solchen Sachen aus. Wir gehen aufs Ingame rauf. Befestige die Handgelenkschlaufe. Hätte ich sie bloß dran gelassen an meiner Wiimote. Es wird auch hier aufwendig die Steuerung hier noch mal erklärt. Wobei wir eigentlich nur mit dem, ja, wir werden gleich sehen, ne? Wir werden gleich eher mit der Wiimote mit Kippsteuerung hier spielen. Das könnte nämlich eine Sache sein, die dann entgegenkommt. Ja, Wing Island, recht ähnlich wie Pilot Wings, eine Art Kunstflugspiel, wobei das ist mehr storymäßig miteinander verbunden. Du hast ein paar verschiedene Inseln, auf denen du unterwegs bist, hast teilweise auch, wie man hier sieht, nicht nur ein Doppeldecker oder ein Flugzeug, mit dem man fliegt, sondern auch ein ganzes Geschwader, mit dem man verschiedene Sachen machen kann. Es ist ein bisschen storymäßig eingebunden. Alle Charaktere sind Vögel, die verschiedene Aufgaben haben. Ich bin so eine Art Lieferdienst und flieg Medizin umher. Manchmal gibt es auch irgendwie Aufträge, die ich erfüllen muss. Oder ich werde herausgefordert zur Kunstflug-Action. Leider, der Umfang ist nicht besonders groß. Ich lade mal hier kurz, weil ansonsten das Spiel ist leider recht kleinteilig von den Missionen. Die können teilweise sehr fix fertig sein. Und ich guck mal kurz hier, wir gehen mal kurz hier Story ein. Klippeninsel, Intro, Flugzeughandel. Man kann seine Flugzeuge mit verdientem Geld auch upgraden und verschiedene Flugzeuge wählen. Hangar, die Zinkeninsel ist die erste Insel, glaube ich, wo man unterwegs ist. Und da kann man verschiedene Sachen hier freischalten, verschiedene Missionen. Und es gibt auch Cutscenes, die zwischendurch drin auftauchen. Ich guck mal kurz, was ich mir aufgeschrieben habe, damit finde ich das Falsche. Hier zeigen, wo sind wir hier? Kühe und Ballons habe ich mir aufgeschrieben. Okay, hier stand irgendwas von Kühen. Finde die entlaufenden Kühe. Okay, nehmen wir das. Mission starten. Und Ziel ist es bei dem hier, die 5 entlaufenden Kühe auf der Insel zu finden. Und ich muss dann über sie rüberfliegen, mit dem B-Knopf Netze auswerfen und habe sie dann entdeckt. Natürlich alles jetzt hier im Sinne des Tutorials noch, weil das alles frühe Level hier sind. Das Flugzeug habe ich schon ein bisschen upgegradet. Ich würde das hier trotzdem nehmen, weil es ein bisschen wendiger ist. Haben wir hier drauf. Und ihr werdet gleich sehen, ich werde nicht mit dem Nunchuck hier spielen, sondern wird hauptsächlich dann hier mit der Wiimote unterwegs sein. So, also ein bisschen flach halten.
Und ich muss es, glaube ich, gefühlt eher da unten halten. Ich muss auf die Karte einmal hier schauen, weil irgendwo tauchen dann die Kühe auf und ich muss natürlich dann Netze finden oder die Gelegenheit finden, mit einem Netz sie abzuwerfen. Da sehe ich zum Beispiel, wird... Oh, da wäre die Kuh gewesen. Da bin ich an ihr vorbeigegangen. Ich habe 3 Minuten, um das zu erfüllen. Man muss erstmal so ein Gefühl dafür bekommen, wie du drehen und agieren kannst. Was ein bisschen schwierig ist. Moment so. Und da habe ich eine Kuh schon mal bekommen. Du hast auch mit dem Steuerkreuz, kann ich Gas geben und bremsen hier drauf. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, das mit dem Steuerkreuz, wenn ich schon mit der Wiimote hin und her kippe, das noch zusätzlich zu erledigen. Weil grundsätzlich so, wie es aufgebaut ist, das ist genau so ein Stuff, der mir Spaß macht. Es sieht auch einigermaßen vernünftig aus. Es ist jetzt keine mega geile Grafik, die wir sehen. Ja, ich glaube, hier unten im Wald ist die Kuh wahrscheinlich nicht. Wir haben sie auf der Karte irgendwo hier oben gesehen. Irgendwie hätte ich für mein Gefühl schon mehr Kühe entdecken müssen, als die, wo wir hier gerade sind. Aber die finden wir noch innerhalb der Zeit. Das klappt schon. Kühe, wo seid ihr? Ich will euch doch nur kurz hier einfangen. Da. Zweite haben wir hier. Und wir hören sie auch Moon. Weil wenn man das hier so ein bisschen konsequenter mit längeren Missionen, vielleicht noch ein bisschen in der Präsentation gedreht hätte, es gibt ja ein Publikum dafür. Ich bin das Publikum dafür. Sonst hätte ich das Spiel ja auch nicht. Und das hat mir dementsprechend auch einigermaßen Fun bereitet. Aber jetzt, wo ich eben dann nochmal die Kritiken gelesen habe, hätte es auch eben wirklich nicht mehr so richtig im Kopf, dass es ist hier oben nicht nochmal eine? Würde ich jetzt sagen. Nee, ist nur so ein Typ, der da unten steht. Gut, wo sind die? Ich habe nur noch 1 Minute. Verdammt. Ah, ich glaube hier unten. Da sehe ich doch eine. Da, da ist ein gelbes Icon. Die kriegen wir. Also, mit so einem Stuff kriegst du mich tatsächlich, ne? Und, aber wenn du natürlich dich auf ein langes Abenteuer eingestellt hast oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Action haben willst, es gibt ja auch Missionen, wo es dann durchaus darum geht, hey, da ist eine Insel, die steht mir im Weg für mein Boot, wie ich fahren möchte. Kannst du ein paar Bomben abwerfen, um dann den Weg hier frei zu machen? Also ist auch durchaus ein bisschen Action dabei. Und ich denke mal, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die ganz späteren Level gewesen sind. Ob da analog zu Pilot Wings auch tatsächlich mal ein bisschen... Oh shit, wir finden die letzte Kuh nicht, ne? Oh shit, gib mal ein bisschen Gas hier. Gib mal Gas, mein Freund. Wo ist die letzte Kuh? Die macht Mu, aber sie ist mir entfleucht. Verdammt, oh nee, bei der war ich schon. 10 Sekunden noch. Kuh, Muku, wo bist du? Oh, warte mal, shit. Oh, die ist hier. Die ist hier. Die ist hier. Oh, shit, ich glaube, die war hier. Ich hätte hier durchfliegen müssen. Da, Fehlschlag. Nein, da ist sie doch. Da. Da. Da war sie an der Seite. Hab leider nicht gute Punkte dafür bekommen. Dafür. Geld habe ich 1974. Nicht mal mein Geburtsjahr. Nicht besonders geil. Aber ja, da hätte man noch mal ein bisschen was mehr rausholen können. Ich will noch mal, bevor wir weitergehen, würde ich einmal eine Cutscene zeigen, weil die sind teilweise sehr wild. Okay, nicht die Cutscene, weil die ist nur mit Text, aber es gibt da noch Cutscenes, die richtig vertont wurden, nennen wir es mal so. Ich mal kurz gucken, welche war das? Ballonkampf, Flugturnier. Zerstöre den großen Felsen. So, kann ich mir die Story hier angucken? Das ist es nämlich. Die komplette Sprachausgabe ist. Und die hören auch nicht auf, die ganze Zeit. Na? Ich will hier nicht dieses aufwendige Gespräch unterbrechen, wo auch der Kapitän mit den riesigen Händen. Das ist auf jeden Fall der Auftrag, wo er mir sagt, spreng die kleine Insel oder so. Gibt es leider nur in Ausnahmen, weil ich habe es auch schon nach einer Cutscene nicht durchgehalten, dieses die ganze Zeit. Wenn sie vielleicht mehr Production Values da reingetan hätten, wäre mehr was draus geworden. Aber so wie es ist, haben wir solche wunderbaren Cutscenes wie diese hier nur vereinzelt. Lass uns mal rausgehen, werte Regie. Ich glaube, wir wollen die Leute auch nicht zu viel mit guter Cutscene-Qualität hier erschlagen, sozusagen, weil so viel Qualität, die bekommen wir ja sonst nicht. Wie viel war es? 47? Ich hätte ein bisschen mehr gegeben. Also bei dem Spiel tut es mir ein bisschen leid. Das ist so mein persönlicher Pick von wegen Endless Trash. Für mich
nicht ganz so endless und nicht ganz so trash, hätte ich gerne ein bisschen höher gesehen. Wir schauen mal aufs nächste Bild rauf und sind tatsächlich bei einem Nintendo-eigenen Spiel angekommen. Das hier ist Donkey Kong Jet Race. Außerhalb Deutschlands auch als Donkey Kong Barrel Blast bekannt. Zumindest wir werden gleich auch hier die US-Wii-Version uns ansehen. Und schaut euch das Cover mal an. Erkennt ihr unter Donkey Kong, was da gerade passiert? Weil er hat sich ja anscheinend um den Bauch ein Gefährt geschnallt, was ihn befähigt zu fliegen, weil Affen fliegen nun mal, ist ja klar. Aber diese beiden Dinge da unten, das sind Bongos. Das sind die Bongos aus dem Donkey Konga-Spielen für den Nintendo GameCube. Allerdings ist es kein Spiel für den GameCube, sondern eben für die Nintendo Wii. Die Sache war es gab ja diese Peripherie, die Bongos, für dann die GameCube-Spiele Donkey Konga. Und es gab auch noch dieses Jump'n'Run, was darauf ausgelegt war. Der Name entfällt mir jetzt gerade. Jungle Beat, genau, so hieß es, was dafür rausgekommen ist. Und es war auch in Planung, ein Rennspiel mit diesen Bongos zu machen. Das heißt also, dass man entsprechend Racing-Action macht und dann Bongo, um nach links und Bongo, um nach rechts zu gehen. Allerdings die Entwicklung. Das Spiel hat sich so lange verzögert, dass es erst auf der Wii rausgekommen ist. Und klar, auf der Wii gab es auch GameCube-Controller-Anschlüsse. Aber wer hat noch die Bongos von damals über? Ich glaube, ich habe noch welche im Schrank, weil die wurden irgendwann mal recht günstig rausgehauen. Allerdings, natürlich konnte man nicht davon ausgehen, dass bei der Wii-Version dann auch die Leute diese Bongos benutzen. Und deshalb wurde dieses Spiel als Jet Race oder als Barrel Blast herausgebracht und auch Wii-Mode-Steuerung dann umgesetzt. Wir gehen aufs Ingame da drauf. Umgesetzt vom Entwicklerteam Pawn. Und ich sage, das ist ein eigentlich einzige Nintendo-Original-Nintendo-Spiel, das wir hier haben, hat eine Durchschnittswertung bei Metacritic von 46 bekommen. Für ein Nintendo-Spiel, hui, 46 für ein Nintendo-eigenes Spiel, da muss ja einiges im Argen sein. Also Donkey Kong und Rennspiel an sich, im ersten Moment jubiliere ich, denn Diddy Kong Racing ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Super geiler Kart Racer, ne? Wenn das nur ansatzweise an diese Qualität ranreicht, dann seht ihr, DK haut auf die Bongos oder geht's hier richtig ab. Wir gehen mal. Machen wir den Grand Prix? Komm, lass uns den Grand Prix hier machen. Da muss viel schief gehen, damit so ein Spiel nicht vernünftig dann funktioniert. Leider, da haben wir noch die schönen alten Beastie. Das war ganz geil. Das sind die ganzen Mies, die damals ich und meine Geschwister auf der Nintendo Wii erstellt haben. Und ein paar kennt man hier da noch. Hier Mr. Spock und so weiter, Mr. Bean kann man ganz gut erkennen. Und in Zeiten vorher haben wir auch Dr. Huxtable noch gehabt. Damals konnte man noch mit gutem Gewissen mit unserem Lieblingscharakter aus einer Sitcom spielen. Aber ich nehme mal mich hier. Schön, dass diese hier übernommen wurden auf der Wii U, wo ich das hier drauf spiele. Dass ich mit meinen Mies mal zocken kann. Um aufs eigentliche Spiel wieder zurückzugehen. Also wenn es ansatzweise, und ich nehme auch hier DK, einmal so funktioniert hätte wie ein klassischer Kart Racer, alles gut. Aber da es ein Gimmick-Spiel ist und auch entsprechend auf Bewegungssteuerung respektive auf die Bongos gesetzt hat, ihr werdet gleich sehen, wie das funktioniert. Weil grundsätzlich, oh Scheiße, und jetzt habe ich, wie ging das eigentlich nochmal? Ich habe es jetzt von der Woche vor der Vorbereitung das letzte Mal gespielt und musste mich da auch schon ein bisschen reinfuchteln. Ich glaube, ich muss schütteln. Und dann entweder links oder rechts. So. So, Shake to Accelerate. Max Speed. Ah ja, das war's. Okay, also. So funktioniert es. Ich kann nicht mit den Analogsticks steuern, sondern ich benutze nur die Schüttelfunktion der Remote. Und wenn ich nur mit der rechten Seite schüttel, schnell mal die Bananen nochmal einsetzen. Wenn ich mit der rechten Seite schüttel, dann bewegt sich Donkey Kong nach rechts. Wenn ich mit der linken Seite schüttel, dann bewegt er sich nach links. Also muss ich immer, jetzt mal einmal springen, muss ich dann immer schauen, dass ich an Hindernissen vorbei, hier einmal nach links, nach rechts die Bananen mitnehmen. Hier Mario Kart-Style die Items, die ich dann mit der B-Taste ablassen kann. Und wenn ich zweimal mache, dann springt er. Also sollte ich nach Möglichkeit zum Beispiel hier auch gucken, zweimal, dann kann ich auch hier, wenn ich es vernünftig getroffen hätte, die Abkürzung nehmen. Und zwischendurch, um Speed zu erreichen, muss ich dann beide Sachen schütteln. Weiter Bananen hier aufnehmen. Es hat ein bisschen was, will ich jetzt sagen. Weil so rein grafisch finde ich das, es sieht doch okay aus, ne? Also man hat ja, also Mario Kart sieht nicht viel anders aus, muss man sagen, was so die grafische Qualität zumindest angeht. Aber selbst mit der Simplifizierung eines Mario Karts, also das hier
als kleines Gag-Game für die Bongos, hätte ich das vielleicht noch so akzeptieren können. Oder sagen können, okay, das spielst du mal vielleicht ab und zu mal oder als Party-Game und so weiter gesehen. Oh, was ist Oh, ah, jetzt mache ich Bewegungssteuerung-Action. Okay, so weit war ich gar nicht gekommen beim letzten Mal. So, geh mal her, geh mal her. Spring, Melone, okay. Melone, bin ich jetzt grün. Also, kleines Gimmick-Spiel könnte das durchaus Fun machen. Aber, also, wenn du dir das als vollwertiges Nintendo-Spiel geholt hast, ne, und vielleicht auf etwas in Richtung Kart Racing gehofft hast, weil es sieht ja auch nach Kart Racing aus zumindest, ne, also Präsentation und alles klappt ja, und wenn es jetzt fliegende Jets sind statt einem Kart drauf geschissen, kannst du ja auch dann so mitnehmen, und die haben ja auch viel Aufwand in die Crew und alles drum und dran reingepackt, aber das Spiel an sich, ne, und es gibt seltene Fälle, dass Nintendo-Spiele wirklich dann vergleichsweise so niedrig bewertet werden. Ich dachte eigentlich, dass ein anderes Spiel hier auf der Liste landen wird, was ich auch in der Sammlung habe, nämlich Wii Music. Ja, das sehr oft durch den Kakao gezogene Rhythmus-Musikspiel, was Miyamoto damals ja auch so schön, so schön auf der E3-Bühne vorgestellt hat. Aber das hat tatsächlich einen wesentlich höheren Metacritic-Score als dieses Spiel hier. Warte mal, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Wii Music hat einen Metacritic-Score von 63. Na, also für so ein Spiel, was so durch den Kakao gezogen wurde, geht das noch, muss ich sagen. Ich hatte mich schon eingestellt, dieses Spiel zu zeigen, aber es wurde Donkey Kong Jet Race mit 46. Schreibt gerne in die Comments, Leute, wenn ihr so den Gefallen an dem Spiel gefunden hattet und da spaßige Session habt. Ich will es nicht komplett ausschließen, weil vielleicht ist es ja ein Spiel, was richtig den Nerv bei jemandem getroffen hat. Vielleicht bei euch da draußen auch, und es hat euch entsprechend Spaß gemacht. Aber ich konnte irgendwie nie den Zugang so richtig finden. Und ich kann hier die 46 auch nachvollziehen, muss ich sagen. Genug davon. Lasst uns Donkey Kong einmal Donkey Kong sein und uns hoffentlich auf bessere und schöne Sachen konzentrieren. Das können wir leider nicht, denn es geht ja hier um Endless Trash auf der Nintendo Wii. Also geht's eher um unschönere Sachen. Und jetzt brechen wir die Grenze der 40%-Hürde sozusagen auf, oder den Metacritic-Score von 40, und gehen auf ein Spiel, was 39 bekommen hat. Und wir gucken aufs nächste Cover drauf. Und ich liebe dieses Cover. Juron the Gratch erfreit Simulator. Die werte Dame, die zum Covershooting gekommen ist, hat so viel Angst vor dem Spiel gehabt, dass sie sich hinter einer Couch verschanzt hat. Und die Leute haben gesagt, komm, das nehmen wir und packen wir auf entsprechend das Cover hier drauf. John the Grudge ist ein Spiel mit Filmlizenz. Also John the Grudge kennt man natürlich als Filmfan. Da gab es das Original Horrorfilm aus Japan. Es gab ein, war es ein Remake? Ich glaube, es war ein Remake und kein Sequel. Mit Sarah Michelle Gellar in der Hauptrolle müsste es gewesen sein in den USA, wie es so häufig mit J-Horror damals gemacht wurde im Kielwasser von The Ring. Na, da hat man natürlich viele Filme, die aus dem asiatischen und speziellen japanischen Horrorbereich gekommen sind, die dann noch mal wieder neu als amerikanische Fassung aufgelegt wurden. Und worüber geht's bei John the Grudge? Es wird gespukt. Es wird gespukt, man hat Angst, man versucht, sich nicht erschrecken zu lassen. Und dieses Spiel, also gut, ich warne euch jetzt schon mal, es kann sehr gruselig werden. Man kann richtig Angst haben. Man kann richtig, richtig sich die Hose einnässen. Oder man gibt dem Spiel 39%. Wir können gleich aus Ingame draufgehen, wenn das Spiel dann einmal da ist. Ich glaube, ich kann in der Theorie den Nunchuck abhängen. Weil wir werden jetzt hier hauptsächlich, dann können wir aus Ingame draufgehen. Wir brauchen nämlich nur die Wiimote. Ich riskiere es wieder mal und spiele ohne Handgelenkschlaufe. Dann gepublished von Rising Star Games. AQ Interactive. So, ich glaube, die Kollegen hatten wir schon mal. Ja, und viel Plus. Entwicklerstudios der Hände, die hatten wir schon mal hier in der Sendung, während das wunderbare Intro jetzt hier aufhört, wo sie übrigens Aufwand reingetan haben. Die haben tatsächlich mit einer richtigen Kamera gefilmt, wie typische J-Horror-Sachen hier. Die Entwickler, die wir gerade gesehen haben, viel Plus, müssten wir bei der Xbox Endless Trash-Folge gehabt haben, weil das müsste das gleiche Studio sein, was hinter 99 Nights 2 gestanden hat für Konami, was sie dann gemacht haben. Also sind sie doppelt vertreten zumindest hier. Und AQ Interactive meine ich, dass sie potenziell auch bei Vampire Rain, was wir hier auch mal gezeigt haben, bei der PS3-Folge irgendwie am Start waren. Wenn man sich das Intro jetzt hier anguckt,
Also die haben ja schon Aufwand gemacht. Die sind richtig in ein Haus gegangen, haben da ein bisschen Müll rumgeworfen, haben die Tapete abgekratzt, ja, ab und zu mal hier da jemanden ans Glas und so weiter gestellt. Könnte ja auch genauso gut The Ring sein, ne? Beschmucktes Haus, denkt man sich, hat sich gelohnt, die Euronen, die ich dafür ausgegeben habe. Guck mal, sogar die Tapete abgesägt. Wahrscheinlich teurer als ein großer Teil des Budgets des Spiels gewesen, um dieses Intro zu drehen. Und da könnte man entsprechend schön begruselt sein, wenn man spielt, da steht sie. Und sagt, hast du dieses Spiel wirklich gekauft? Ich zeig dir, was ich mit deiner Brieftasche gleich hier mache. The Grudge. Lieber The Grudge als der Grinch, muss man sagen. Drücke den A-Knopf. Das mache ich. Wertes Spiel. Joran The Grudge. Daten auswählen. So, ich werde mal einen neuen Spielstand nehmen, weil hier bin ich schon ein bisschen weiter im Game. Aber es ist einfacher, wenn wir den ersten Part hier zeigen. Wähle dein Geschlecht, männlich, weiblich. Ja, lass uns mal weiblich sein. Das macht zwar keinen großen Unterschied innerhalb des Spiels. Wähle dein Sternzeichen. Ich bin Avake. Avak. Ist auch natürlich super wichtig. Darf ich noch meine Blutgruppe? Nein, Sternzeichen reicht. Was ist der Hintergrund mit wehenden Haaren? Warum auch nicht? Und da, Stimmung. Regie, ihr könnt mein Gesicht eigentlich, wobei, lasst es noch erstmal dran, aber ich möchte nachher der Stimmung halber hier ausblenden. Oh, Geist, das finde ich ja auch gut, aber wir müssen eigentlich sehen, was für ein Crap ich gleich mit der Fernbedienung machen möchte. Oh, this is scary, geht's hier ab. Erste Episode, verlassene Fabrik, glaube ich, stand da. Wir sind gleich unterwegs und werden in ein Abenteuer involviert. Eine Herausforderung, wie wir sie noch nie in unserem Leben gehabt haben, nämlich wir führen den Hund aus, der hechelt sich einen ab, des Nächtens. Und da sind wir direkt bei der Fabrik angekommen. Schnüffel, Schnüffel, Kartoffel. Ich weiß nicht, wie er jetzt, wie er jetzt unter diesem Vorsprung durchgegangen ist und wir sind nicht drüber gestolpert, von der Logik her aus. Oh, Ivy mal wieder, einfach so abzuhauen. Ich frage mich, was sie gesehen hat. Diese Fabrik sieht so aus, als ob sie seit Ewigkeiten leer steht. Nun gut, sie kommt nicht von allein raus, ich gehe sie wohl besser suchen. Wir gehen in diese verlassene Fabrik, um Ivy, unseren Hund, zu finden. Erika sind wir, glaube ich, müssten wir eigentlich sein. Und so, grundsätzlich, Mensch, diese Fabrik, sie ist so verlassen. Aber zum Glück habe ich meine Taschenlampe dabei, sodass ich hier mich umschauen kann. Im Moment mache ich noch nichts, das passiert alles mit der Grafik. Die Tür ist zugegangen, der Knauf fällt ab. Holy shit, was geht hier vor? Wir wissen ja nicht mal, wo der Hund ist und ich atme hier richtig schnell durch, panisch. Jetzt hoffe ich mal, den Doggo zu finden und wieder hier irgendwie rauszukommen. Man wird sich jetzt denken, okay, ein Wiimote-Spiel mit Funktion, mit einer Taschenlampe, ist logisch, ne? Ich bewege mich mit dem Analogstick hin und her und dann kann ich parallel mit der Wiimote hier leuchten. Nein, dem ist nicht so. Ich kann nicht den Analogstick benutzen, um mich zu bewegen, sondern ich zeige automatisch in die Richtung mit der Taschenlampe, wo ich hingehe. Aber ich muss die B-Taste gedrückt halten und dann Bewegungssteuerung machen, um mich durch die Gegend zu bewegen. Das heißt also, anstatt, dass ich frei mit der... Oh, und da bellt das Hundi. Dass ich so herumlaufen kann, muss ich diese gewollte Bewegungssteuerung hier machen. Hat er gerade wie eine Katze gemiaut? Probieren wir noch mal. Leider ist es abgeschlossen. Wir bewegen uns mal ein bisschen weiter. Und wir müssen jetzt mit dieser recht anstrengenden Bewegungssteuerung uns umherbewegen. Und zum Glück haben viele Leute einfach volle Batterien liegen lassen. Womit wir unsere sehr schnell leergehende Taschenlampe dann füllen können. Wir müssen jetzt mit dieser doch recht ungelenken Steuerung, und es verliert auch recht häufig seinen Fokus, muss ich tatsächlich sagen. Also, dass man doch schon gucken muss, wie kippt man die Fernbedienung, um sich dann entsprechend lang zu bewegen. Ich kann vielleicht auch dieses sehr langsame Tempo verstehen, ne? Also, ich wäre zwar jetzt eher panisch unterwegs, wenn ich mich als Charakter in die ihre Position da reinversetzen würde. So, irgendwo hat's hier geglänzt. Wo war's denn hier? Habe ich da was übersehen? Das war der Türknauf, den wir gesehen haben. Mit dem können wir nicht viel anfangen. Wir müssen jetzt versuchen, uns irgendwie mit dieser ungelenken Steuerung hier rumzubewegen. Sehr, sehr langsam zu hoffen, dass wir irgendwo in der Ecke was glänzen sehen, womit wir dann durchkommen. Da war's immer noch da. Irgendwo
habe ich hier, hier hat es doch geglänzt. Wo haben wir es hier gesehen? Und ey, das ist auf lange Sicht super duper ermüdend, muss ich sagen. Ne? Also natürlich, du wirst die Stimme hier mitbekommen. Die haben sich durchaus Gedanken gemacht. Da drüben ist was, warte mal. Oh, hier, hier links entlang. So, nee, dann, oh Gott, andersrum. Geh mal hier weiter. Die haben schon Gedanken gemacht, das alles so ein bisschen gruselig zu machen. Was erschwerend bei dem Spiel hinzukommt, das Spiel versucht dich zu erschrecken. Ja, es ist also vollgepackt mit Jumpscares. Bedeutet, an vielen Stellen, wie wir es gerade an der Tür gesehen haben, springt dann irgendwas heraus und versucht dich ein bisschen so zu erschüttern. Wir haben den Schlüssel zum Fabrikgebäude gefunden. So, und jetzt, lass mich die Kamera drehen. So, oh. Das Spiel versucht dich zu erschrecken und ab und zu mal sind auch Quicktime-Events drin. Wenn man diese Quicktime-Events nicht schafft, ist Instant Game Over. Irgendwas klopft hier. Oh, und da läuft das Jüngelchen dadurch. Ist Instant Game Over und man darf noch einen guten Teil des Spiels nochmal machen. Ich hatte das Glück, im ersten Level hat mich der Game Over nicht direkt erwischt, aber im zweiten häufiger. Und dann war es sehr nervig, das dann nochmal zu probieren. Wir haben die Tür jetzt geöffnet. Und das Spiel merkt sich auch, wenn man, glaube ich, irgendwie bei den Jumpscares dann so geschüttelt hat oder so. Weil das Spiel bewertet einen danach, der Doggo ist verschwunden, bewertet einen danach, wie sehr man erschreckt wurde von manchen Sachen hier. Und sagt dann, oh, du bist aber ein ganz schöner Schisshase, das kannst du beim nächsten Mal aber besser machen. Zum Glück hört der Level da nicht auf, ne? Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich hier eigentlich durch so einen Schiss nicht habe erschrecken lassen. Und das war gerade ein Quicktime-Event, den ich gemacht habe, weil ansonsten wäre es hier wohl schon der Game Over gewesen. Stehe ich jetzt hier richtig rum? Das Spiel misst wohl, okay, durch hier kann ich nicht durch, misst wohl, wann man zu sehr mit der Remote herumwackelt und bewertet dann den Schisshasenquotienten von einem und fordert einen heraus, damit man wahrscheinlich ein bisschen mehr Wiederspielwert hat. Das hättest du bestimmt auch ohne komplett das Spielprinzip zu zerstören, wirklich aber auch mit einer analogen Steuerung machen können, weil das finde ich ist absolut Quatsch. Warum? Also es hätte viel mehr Sinn ergeben, wenn ich mich mit dem Analogstick von mir aus auch so langsam bewegen kann, aber präzise steuern und dann in alle... Jetzt hat mich tatsächlich erschreckt. Wahrscheinlich gerade gesehen, da ist so ein Jüngelchen ins Bild reingehopst. Ja, jetzt fallen wir da nicht um. Lass mir die Batterie holen, die hier auf dem Boden liegt. Genau, also... Ich hätte lieber mehr mit der Stimmung des Spieles gekämpft, als mit der reinen Steuerung. Weil da wirklich entlang gehen und dann mal oben in die Ecke gucken, wenn mich da irgendetwas interessiert und parallel dann entlang kann. Weil so würde ich ja auch wirklich durch diese Fabrik gehen. Was haben wir hier? Da ist was runtergefallen. Auch egal, wir nehmen den Schlüssel zum Lagerhaus. Und schauen uns hier nochmal um. Das hätte mich viel immersiver in dem Spiel sein können. Es haben ja auch mehr als genug Spiele dann diese Funktion der... Oh Gott, wo war jetzt das Lagerhaus? Jetzt muss ich wieder gucken. Diese Funktion der Taschenlampe auch akkurater umgesetzt. Aber das hier ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? So, lass mich, wo war jetzt das Lagerhaus? Ah, nee, ich glaube in die Richtung. Da ist ein Knopf. Oder war da eine Tür, an der ich vorbeigegangen bin? Und hey, du hattest gerade, werte Person, Erika, die du unterwegs bist. Nee, das ist einfach so ein Poller, kann ich nichts machen. Du hattest da gerade diverse Geistererscheinungen. Du bist nicht einmal ein bisschen panisch oder bewegst dich ein bisschen schneller, sondern immer diese ultra langsame Geschwindigkeit. Oh, hier kann ich wahrscheinlich rechts rum, ne? Also, in echt wird das ein bisschen anders aussehen. Bin ich von hier gekommen? Bin mir nicht ganz sicher. Ist das... Habe ich hier einen Türknauf? Oh, es geht durch. Na? Da ist zum Glück mal keine Hand hier rausgekommen. Und ja, der Metacritic-Score? 39. Es gibt so eine Handvoll Nintendo Wii-Horrorspiele. Die so ein bisschen ihr eigenes Ding versucht haben mit Taschenlampenfunktionen, mit entsprechend Bewegungssteuerungsspielereien. Die würde ich gerne auch mal in einer anderen Folge euch vorstellen. Sowas wie Cursed Mountain, glaube ich, hieß das eine. Oder, oh, da
gab's auch, also abseits von den Fatal Frame Spielen gibt's auch noch einige ganz eigenständige Games. Das wäre vielleicht Gegenstand für eine andere Folge. Allerdings zu den mit trashigsten und mit am niedrigst bewertetsten zählt tatsächlich das Ju-on the Grudge Spiel, was wir hier hatten. Wir gehen einmal hier hoch, wir sehen da hinten zwar was, aber ist auch egal. Hier mal kurz die Treppe hoch, dann werden wir, glaube ich, auch einen guten Ausstiegspunkt hier haben, weil der Level geht zwar noch ein bisschen weiter, aber wie ihr euch schon denken könnt, es sind hier manche Rätsel so gelegt. Geh in die Ecke, dann passiert was, dann musst du wieder ganz langsam durch den anderen halben Level durch, um dort ein Item aufzunehmen. Und zieht das alles so ein bisschen in die Länge. Wir hoffen aber mal, hier einen vernünftigen Weg zu finden, weil hier oben auf der Treppe es surrt und summt ein bisschen. Aber nach Möglichkeit finden wir hoffentlich hier einen Weg nach draußen oder sogar unseren Doggo. Da liegt doch was. A Kettelein. Irgendwo war ein Kätzelein, auf jeden Fall. Hier liegt leider nur der Schlüssel zum Überwachungsraum, der 8 Kilometer weit weg ist. Komme ich hier denn durch? Nein, ich glaube, hier habe ich nicht die Möglichkeit, mich entlang zu bewegen. Ich gehe nochmal dann die Treppe runter. Dreh dich mal richtig rum. Oh. So. Da geht's nach vorne. Oh Gott, ey. Sehr anstrengend, das Ganze hier. Ist wohl eine Katze entlang gegangen, wir haben es gehört. Sie hat die Sicherung rausgehauen. Sodass rein zufällig jetzt nicht der Aufzug geht, den wir eigentlich hätten nehmen sollen. Aber zum Glück haben wir den Schlüssel zum Lagerraum gefunden, der uns hoffentlich befähigen sollte, eine Möglichkeit zu finden, wieder den Strom herzustellen. Und zumindest, ich möchte einen guten Ausstiegspunkt finden, weil für mein Gefühl, wir haben jetzt so viel gelaufen hier schon gesehen, aber die gute Action müssen wir wahrscheinlich noch mal 10 Minuten weiterlaufen. Und ob das ganz Sinn der Sache ist, vom Spiel her wahrscheinlich schon, aber innerhalb dieser Folge, wird das potenziell vielleicht ein bisschen ernüchternd sein. Also wir haben den Schlüssel zum Lagerraum. Ich glaube, ich weiß noch ungefähr, wo der Lagerraum gewesen ist. Ich bewege mich hier entlang, gehe an die Seite. Und da ist der Lagerraum. Let's do this. So. Ach komm, noch ein bisschen näher ran. Jetzt darf ich. Geht doch. Alles fein. So. Kann passieren. Ich nehme mal dieses Ding hier. Kann auch passieren. Zum Glück liegt da ein dreiköpfiger Affe. Nein, ein Stromschalter liegt hier herum. Und meine Batterien werden langsam leer. Ja, zum Glück liegt da noch einer. Lass uns die mal mitnehmen. Komm her, du Batterie. Ersatzbatterie, ja, geil. Wo die Person hier alle ihre Batterien lagert, so groß können die Taschen eigentlich nicht sein. Lässt sie die leeren Batterien auch liegen? Weiß es nicht so ganz. Aber wir haben es hier geschafft. Lass mich durch. Frage ist, wenn du das Ede-Geräusch ist aus der Fernbedienung rausgekommen, aus dem Lautsprecher. Man sieht übrigens auch, wie alt das Spiel ist, weil sie ein Klapphandy hat. Das hat dich jetzt erschreckt, werte Dame. Das Ede-Geräusch. Aber für alle Leute, die den ersten Horror-Podcast gehört haben damals. Da hat der Kollege Ede das Geräusch aus The Grudge nachgemacht. Ich habe es für alle Leute, die den Lauschangriff zum Schlafen gehört haben, am Ende des Podcasts für 10 Minuten drangehängt einfach. Da wisst ihr, wo das herkommt. So, eine Ersatzbatterie. Und zum Glück haben wir jetzt hier unseren Stromschalter, den wir es reparieren können. Das heißt,
Wir haben endlich die Möglichkeit, rauszukommen. Unseren Hund haben wir übrigens immer noch nicht gefunden, was eigentlich der Beweggrund sein sollte, weswegen wir hier drin sind. Aber ist auch egal, ne? Also, irgendwann nutzt sich's auch nicht mehr. Jetzt möchten wir nur noch raus hier. Also gehen wir ganz langsam diese Treppe rauf. Und bewegen uns, weil jetzt haben wir doch fast den kompletten ersten Level gesehen. Ey, komm, machen wir gefährlich. Dann müssen wir dieses Spiel nie wieder hier zeigen. In dem Format und in Deutschland nicht. So, geh weiter. Da sind wir. So. Guck mal, die Tür ist offen. Gehen wir durch. Okay. Bewegen wir uns langsam weiter nach dieser Szene. Laufen panisch, kein Problem. Okay, gehen wir zurück. Ich habe zum Glück die Quicktime-Events geschafft. Sonst wäre es hier zu Ende gewesen. Da kann ja nichts Schlimmes mehr passieren. Gehen wir durch diese offene Fahrstuhltür. So, dreh dich um. Drück einen Knopf. Und der Hund ist auch wieder da. Kleiner. Alle, die es betreten sind, sind verdammt. Es hat sich eine neue Art des Fluchs entwickelt. Auf der Nintendo Wii. Oh, und jetzt machen wir mein Gesicht weg. Jetzt will ich einmal mein Rating hier sehen. Angstgrad. Scheinbar bist du vor allem erschrocken, was du gesehen hast. Ich habe mich kaum bewegt, Leute. Du solltest eventuell den Film ein paar Mal ansehen, um eine gewisse Abwehr gegen den permanenten Schrecken aufzubauen. Mein Überraschungsgrad ist voll, aber mein Feigheitsgrad ist nicht so voll. Es reicht. Ja, ein bisschen ein bisschen entschleunigter dieses Spiel, aber ich hätte nichts dagegen gegen die Art des Games. Es gibt ein paar Designentscheidungen, die es mir eben ein bisschen madig gemacht haben, das Erlebnis, ne? Und alleine, dass ich nicht den Nunchuck benutzen kann zum Laufen, finde ich, ist absoluter Quatsch. Du hast das Zeug doch, ne? Warum nicht gleich hier anwenden? Verdient. Verdient die 39 und auch zu Recht zum Endless Trash hier dazuzählen. Einmal kurz durchatmen. Ich würde sagen, lass uns einen kleinen Break machen und wenn wir zurück sind, haben wir den größeren Trash, den wir noch nicht angegangen sind. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück im Retro-Club. Endless Trash auf der Nintendo Wii ist das Thema. Was hatten wir bisher? Castlevania Judgment mit einem Metacritic-Score von 49. Wing Island 47. Bin ich ganz damit einverstanden. Donkey Kong Jet Race mit 46 kann man vertreten. Und Juan the Grouch. Der Grinch. Wir gehen zum letzten Spiel über. Hat einen Metacritic-Score von leckeren, satten 25. Und zwar geht es um Cruise Apostroph oder auch Cruisin, wenn man es so aussprechen möchte. Ohne Jugendfrei, also hier, ja, freigegeben für alle möglichen Altersklassen. In Deutschland traut man Kindern zu, auch unter 3 Jahren, zu verstehen,
wie man dieses Spiel einschätzen soll. Es gehört natürlich zur groß angelegten Cruisin-Serie, die bereits Mitte der 90er auf Automaten und auch auf dem N64, Cruisin USA und andere Vertreter durchaus ihre Fans hatte. Es gab ja auch mit Cruisin Blast ja auch einen Nintendo Switch-Ableger der Serie, der durchaus auch erfolgreich gewesen ist und der für mich auch ganz spaßig ausgesehen habe, hat Cruisin hier. Ist auch eine Umsetzung eines Spielautomaten, der etliche Jahre vorher rausgekommen ist, auf die Nintendo Wii. Und ich meine, ja klar, diese Automaten hatten vielleicht auch nicht die allerbeste Technik jetzt drin. Wir waren schon bei einer Zeit angekommen, wo Automatenspiel nicht gleich automatisch bedeutet, die beste Grafik aller Zeiten, sondern Hauptsache irgendwas, was abstrus genug aussieht, dass du da Geld reinschmeißen möchtest. Und wir können hier uns wieder trennen von dem Nunchuck, sondern nur die Wii-Mode benutzen. Lege die Handgelenkschlaufe an, mache ich nicht. Ganz bewusst. Und wir gehen hier rein. 25! Na? 25, das ist schon mal eine Ansage. Ja? Also, da sind manche Outlets durchaus verzeihlicher und zücken nicht so niedrige Wertungen. Aber hier gab es keine falsche Bescheidenheit. Wir sehen schon Qualität. Bing-Video war für die Kompression zuständig der Videos und der Cutscenes. Wobei, man wird hier vielleicht ein paar Analogien zu Target Terror hier sehen. Wir drücken die zwei zum Starten. Dann einmal, weil auch hier wurde mit real gefilmten Menschen teilweise gearbeitet. Ja, Biodaten, ich dachte, ich hätte schon welche, aber egal. Starten wir einmal, wir gucken mal kurz auf die Optionen. Zwei zum Annehmen, ey, was ist denn das hier für Lautstärke, Helligkeit, Bildschirmposition, Bewegungssensor locker. So. Wie kann ich denn das wechseln? Methode 1. Wählen. Eins zurück, zwei. Ah, nee, ach, ich muss die zwei drücken, ne? Genau, ich könnte hier entweder mit dem Bewegungssensor oder dem Steuerkreuz spielen. Also hat man hier immerhin noch die Option, auch eine richtige Steuerung in Anführungsstrichen zu machen. Aber wir wollen natürlich die Bewegungssteuerung benutzen, die dafür gedacht war. Wir schauen uns kurz die Steuerung an. So, umdrehen. Ja, hoch runterschalten wird das Steuerkreuz benutzt. Spiel anhalten, Pause. Kamera ist, also Plus ist Spiel anhalten. Kamera ist Minus. N2O, also Turbo geben, ist auf A. Und Bremse und Gas haben wir mit 1 und 2. Immerhin, ja, Bremse links, Gas rechts, so wie sich das gehört. Gekuppelt werden muss nicht. Halten Sie die Fernbedienung horizontal mit den Knöpfen nach oben. Bewegen Sie nach oben und unten, um das Auto zu steuern. Okay, oh, und B ist für Musik anscheinend. Wir gehen zurück und wir starten einmal. So, Meisterschaft oder Arcade? Lass uns Arcade nehmen. Können wir uns jetzt das Auto aussuchen? Nee, erstmal die Strecke. Chinatown, Race Wars, Times Square, nicht freigeschalten. Noch nicht freigeschalten, die ganzen Strecken. Malibu hätten wir noch. Times Square, das klingt doch gut, ne? Das sind alles die einfachen Strecken mit grün. Wir hatten auch eine mittlere und die anderen sind hier noch nicht freigeschalten mit dem neuen Safe. Times Square. Gehen zum Times Square. Da haben wir es bestimmt mit schönen Sachen und vielen Lichtern zu tun. Ich lasse mal die Automatik drin, weil es ist jetzt ein Arcade-Racer. Möchte ich jetzt schalten die ganze Zeit? Nein, ne? Schalten und erklären wird wahrscheinlich nur doppelt so schwierig. So, wir können uns ein geiles Auto aussuchen. Nissan, ein Pontiac Firebird, ich glaube, den nehme ich gleich. Oder ein Mitsubishi Eclipse. Man hat auch die Möglichkeit, natürlich Sachen freizuschalten, aber auch die Autofarbe zu ändern. Ich gehe mal zum Pontiac. So, A drücken zur Autofarbe. Ich habe schwarz, ich habe schwärzer. Ich habe dezent goldgrün. Ich habe kupferbraun. Ganz, ganz rot. Blau. Und grün. Oh, das sieht gut für mich aus. Komm. Let's take the purple. Und mit unserem purple Auto können wir jetzt noch mal ein paar Sachen. Können wir jetzt schon was dazu machen, upgrade-technisch? Ich glaube, da muss ich mir erst Geld dazu verdienen. Also, Spiel lädt eigentlich für die Spielhalle gedacht. Das heißt, volle Pulle Action, volle Pulle Grafik, mit der die Wii vielleicht nicht zu 100% mitbekommt, aber das Herz ist ja am rechten Fleck. Na, und ja, wie schon erwähnt, auch hier echte Schauspieler am Start. Ihr werdet sehen, wie sie gleich verbaut wurden ins Spiel. Die echten Schauspieler. Wenn es mal fertig geladen hat. Was seine Zeit dauert. Aber bei solcher Qualität, da wartet man gerne noch mal eine Minute oder fünf. Jetzt ist leider nicht mehr lustig. Komm. Na? Komm. Oh, yes.
Da geht's los. Und schaut euch an. Da stehen die Girls. Komm, Britney. Yeah, auf die Plätze, fertig, los. Also, Gas geben, hoch und runter zum Lenken. So, wir gehen mal. Oh, ich dachte, das wäre was Gutes. Aber egal. Ja, die Bewegungssteuerung ist hier leider sehr, sehr empfindlich. Also zum Glück habt ihr die Option, auch mit dem Steuerkreuz zu spielen. Aber wenn ich hier vernünftig in die Kurven gehen möchte und driften möchte, wird das doch ein bisschen kniffliger. Die A-Taste habe ich für den Nitro, aber ich glaube, ich habe mir da noch nicht so was dazu verdient. Grundsätzlich, man sieht, es ist ein Arcade-Racer. Ja? Volle Pulle durchjagen, so ein frontaler Zusammenstoß, kein großes Problem. Bin auch an der 7. Position. Ich versuche mich da so ein bisschen weiter durchzuarbeiten. Wir haben es gerade mit einem Paar zu tun, der sieht zum Glück einigermaßen. War Hobson hier? Nein. Der sieht noch einigermaßen flüssig aus. Ab und zu mal kann dieses Spiel aber auch ruckeln. Die Auflösung auf der Nintendo Wii ist nicht die höchste, aber der Automat muss, glaube ich, auch nicht so hoch gewesen sein. Ich habe den sogar mal in Natura gesehen. Ich glaube, in Griechenland tatsächlich habe ich den mal in einer Spielhalle erblickt, aber war jetzt nicht so scharf drauf, da wirklich eine Drachme reinzuschmeißen, obwohl, naja gut, das waren eher Euros schon damals. Gehen hier durch den Checkpoint und du hast natürlich bei so einer Arcade-Umsetzung nicht super viel Spieltiefe. Ist klar, ne? Man sollte wissen, worauf man sich da einlässt. Deshalb kann man vielleicht sagen, wie bewertet ihr so ein Spiel, wenn man sich dann sowas holt? Ne? Bemängelt ihr bei einem Arcade-Racer dann die Spieltiefe und gebt ihm dann 25% oder sind andere Beweggründe dahinter? Die Bewegungssteuerung kann man schon als Makel hier ansehen, weil die wurde nur eingebaut, weil wir sie auf der Nintendo Wii haben und das ist wirklich, also ich muss hier schon sehr vorsichtig und filigran arbeiten mit dem mit der Wiimote, damit überhaupt ich nicht zu sehr da raushaue. Es macht doch nicht besonders viel Spaß, mit der Kippsteuerung das hier zu machen. Also ich, für mein Gefühl möchte ich eigentlich hier wirklich durchjagen, Nitro draufhauen, um die Kurven driften, andere Autos hier weghauen und irgendwie fühlt sich das zumindest mit der Steuerung nicht so cool an. Ich würde trotzdem natürlich darauf hoffen, dass man eine gute Idee findet, eine Bewegungssteuerung bei einem Nintendo Wii-Spiel hier vernünftig zu verbauen. Ich schätze mal, im Original der Automat, ich glaube, also den hast du ja nicht bewegt, damit das Auto sich bewegt, sondern du hast wahrscheinlich ein Lenkrad benutzt. Ne? Eine schöne Gangschaltung mal hier mit dran. Haben wir was freigeschaltet? Ne, komm, dann nehmen wir noch mal. Nehmen wir eine schwierige Strecke. Komm, lass uns einmal noch mal Malibu nehmen und da hier reinhauen. Nehmen wir auch noch mal Automatik. Ist dann simpler zum Erklären und Spielen. Und grundsätzlich solche Games, ich hätte schon Bock drauf, aber hier in dieser Umsetzung vielleicht die falsche Plattform zur falschen Zeit entsprechend rausgekommen. Das Spiel hatte zu wenig Fleisch, um die Tester davon zu überzeugen, dass es eine höhere Wertung verdient hätte. Diese Strecke schaut schon zumindest mehr nach diesen typischen Cruising-Strecken aus. Ja, so ein bisschen sonnig, blauer Himmel, ja, lange Highways. Schön vielleicht mal ein paar Kurven, damit man so gefühlt driften kann. Die Ladezeiten enormst lang. Das ist ja auch vorhin schon aufgefallen. Und I don't know. Na, was würde man denn als Alternativen für Arcade Race auf der Nintendo Wii nehmen? Lass mich mal nachdenken. Was habe ich denn da auch noch? Ich bin da natürlich zu der Generation mehr auf PS3 und 360 unterwegs gewesen. Natürlich Burnout war was, was mich lange Zeit in Beschlag genommen hat. Wobei, dass ich mehr, habe ich mehr auf der ganz alten Xbox gespielt und nicht auf der 360. Ach, zu der Ära war man schon wieder bei Need for Speed angelangt, muss man sagen. No? So richtig viel Arcade Racer gab es dann auch nicht mehr so direkt. So, Britney Spears, lass uns los. Let's do this. So, das sieht doch mehr so nach Cruisin' aus. Ja? Fast wie auf dem N64. So. Also, wenn euch das hier wieder erwarten doch richtig super gefällt, ja, wie diese Art dieses Spiels ist, würde ich fast schon eher empfehlen, bevor ihr euch jetzt eine Ausgabe von Cruisin' für die Nintendo Wii sucht. Es gibt ja das bereits erwähnte Cruisin' Blast für die Nintendo Switch, was vor einiger Zeit auch runtergesetzt wurde. Also es hatte ja ursprünglich mal, ich glaube, 40 Euro gekostet und müsste jetzt den halben Preis als Download-Spiel kosten. Und das von dem, was ich da gespielt habe,
also die Switch ist schon mal ein bisschen besser motorisiert als das hier, dass es auch visuell ein bisschen mehr knallt, ne? Und teilweise auch wirklich sehr abstrus im Streckendesign sein kann. Dagegen fühlt sich das noch vergleichsweise ordinär an. Ziehen wir mal hier kurz durch. Also wäre das wohl der empfehlenswertere Einstiegspunkt, wenn man das machen möchte. Und da kriegt man so ein bisschen die modernere Art mit. Und ich habe die Palme zerkleinert. Und noch eine. Ja, warum nicht? Alles in Ordnung. Als dass man das hier raussucht. Grundsätzlich 25. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein bisschen mehr gegeben hätte. Vielleicht spricht er jetzt nicht mehr. Jetzt, wo ich so da dran gekracht. Boah, ach, da wieder. Gerade wollte ich positiv mich äußern über das Spiel, da krache ich gegen die Wand. Ich hätte vielleicht einen kleinen Tacken höher vergeben, aber da spricht potenziell auch wirklich der Arcade-Racing-Fan aus mir raus, ne? Wenn ich das jetzt nicht mit der Bewegungssteuerung spiele, kann man das schon irgendwie hinbiegen. Das Geschwindigkeitsgefühl ist auch okay. Na, ab und zu mal ruckelst und die Grafik ist nicht ganz so fein, aber was soll's. Dafür haben wir Britney Spears, die uns dann ins Rennen dann schickt. So, und lassen wir jetzt hier durchziehen. Vielleicht komme ich doch noch auf den ersten Platz. Aber jetzt wohl nicht mehr, wenn ich so schlecht fahre. Ich will nur Erster werden. So. Jetzt habe ich ein Turbo. Warum ist das Ziel bei der Klippe? Das ergibt keinerlei Sinn. Achter Platz. Hat nicht viel für mich gebracht, aber einen guten Sprungbonus habe ich gekriegt. Ja, ich hätte vielleicht potenziell ein kleines bisschen mehr als 25 gegeben, aber das steht mir natürlich nicht zu zum Urteilen. Wir können auch gerne weg davon, weil geiler als das wird's nicht. Heute zumindest nicht. Stimmt mir natürlich nicht zu, dann privat darüber zu urteilen, weil die Wertung ist ja schon gefallen mit dem 25er Durchschnittsscore, den die zusammengezählten Wertungen von damals ergeben haben, laut Metacritic. Aber euch steht natürlich auch frei, selber das Spiel einzuordnen. Ja, und damit wären wir auch am Ende angelangt, der Endless Trash V-Folge. Das einzige Spiel, wo ich komplett widersprechen würde, wäre vielleicht Wing Island, was ich persönlich ein bisschen höher einschätze, auch wenn da viel Potenzial noch nach oben gewesen wäre. Bei den anderen kann ich schon nachvollziehen, dass die eher in den niedrigeren Wertungsregionen gelandet sind. Aber ihr seid auch gefragt, ist natürlich jetzt nur ein Querschnitt durch meine Spielesammlung gewesen. Die Games, die bei mir sehr niedrig bewertet worden sind, sind natürlich bei weitem nicht alle Nintendo Wii-Spiele. Schreibt gerne in die Comments mit rein, was wäre noch mehr Endless Trash? Ja, sind ein paar verkannte Perlen vielleicht dabei? Was sollte man noch mal sich genauer anschauen? Wollen wir auch irgendwann mal den zweiten Level von The Grudge spielen? Ich bitte nicht. Darum schreibt das alles in die Comments mit rein und vielleicht können wir auch dieses Format dann mit anderen Konsolen weiterführen, weil ich habe auch eine recht umfangreiche PS2-Sammlung. Ich glaube, da sind einige Blindgänger mit dabei. Ansonsten denkt drüber nach, gerne den Kanal hier im Supporters Club zu unterstützen, wenn ihr es noch nicht macht. Das macht uns nämlich möglich, viele wunderbare Sendungen hier zu erstellen und wir danken natürlich insbesondere auch den Leuten, die es bereits schon machen, denn wegen euch ist so viel Trash hier gerade über den Äther gelaufen. Weiterhin nicht vergessen, das Buch gibt's natürlich. Es gibt die Merch-Sachen zum Anziehen. Könnt ihr auch gerne euch angucken. Alles in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. In Bälde sollte auch der Future Club wieder dran sein. Merkwürdigerweise gibt's dieses Jahr keine E3. Dann feiern wir eben die E3 von vor 20 Jahren. Seid da mit dabei, aber auch bei nächsten Folgen des Retro-Clubs. Ich war der Gregor und ich sage Tschüss, bis dann.